Nein, der Flavio ist das nicht, der da mitten in der Nacht so eng umschlungen mit Heidi Klum tanzt. Der Mann heißt David und der darf regelmäßig ran an Heidis Körper. Warum? Später mehr von der Victoria's Secrets Aftershow Party. Erstmal von vorn. New York, Lexington Avenue, vergangenen Donnerstag, 13 Uhr. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im Edel-Dessous-Modelland? Für die einen ist es die exotische Diva Naomi Campbell. Für andere Leonardos brasilianische Verlobte Giselle Bündchen. Aber auch die rassige Tyra Banks steht oben auf der Liste. Doch ganz ehrlich, Topstar unter den Top-Unterwäschemodels ist der deutschen liebster Export. Heidi Klum, keine Frage. Oder Heidi? Wir sind 27 Mädchen, das sind alles Stars hier. Wir sind alle gleich bekannt hier, die machen alle tolle Jobs. Und das ist eben gerade das Tolle und das Wichtige an Victoria's Secret, dass die alle tolle Mädchen haben, von vorn bis hinten, von der Nummer 1 bis zur Nummer 27. Die haben alle tolle Outfits und ich glaube, dass sie ziemlich gerecht sind. Gut, mit den Flügeln, manche sind ein bisschen größer. Aber ich bin ja auch schon ein paar Jahre länger hier. Ich glaube, man verdient sich so die Größe seiner Flügel nach einer Zeit. Und das sind besagte Flügel. Oh Mann, tatsächlich sticht sie damit alle anderen aus. Doch mal so rein erotisch gesehen, stehen sich die meisten hier in nichts nach. Gerade Kontrahentin Naomi Campbell ist da nur schwer zu übertreffen. Muss Heidi ja auch gar nicht. Schließlich hat sie ja bereits den Kampf um das Herz von Flavio Briatore gewonnen. Und das soll, so munkelt man in Modelkreisen, Vorgängerin Naomi so gar nicht gefallen. Für mich ist es kein Problem. Ich habe kein Problem mit ihr. Wenn sie mit mir ein Problem hat, dann hat sie mit mir ein Problem. Weiß ich aber auch nicht. Aber ich habe mit ihr kein Problem. Tatsächlich scheinen sich die beiden im Backstage-Bereich aber eher aus dem Weg zu gehen. Vielleicht ist es da fürs modelnde Betriebsklima auch besser, dass der Womanizer aus dem Formel-1-Zirkus zur Show nicht angereist ist. Er kommt jetzt am Wochenende. Wie sieht dann so ein Tag aus? Haben Sie immer Angst, dass hinter Ihnen irgendwo ein Fotograf sein könnte? Oder nein, Angst hat man davor eh nicht. Vor dem Paparazzi hat man keine Angst. Nur, man denkt irgendwie, wenn einer das Bild macht, nach einer Zeit reicht es jetzt dann. Nee, ich meine, wenn so viele Rollen geschossen sind, irgendwann, wenn sie dann irgendwann auch gehen würden, dann wäre es auch okay. Aber die gehen dann meistens nicht. Und dann muss man dann irgendwann dann gehen, weil sonst sitzt man die ganze Zeit wie auf dem Tablett. Aber es gibt schon Orte, wo man hingehen kann, wo nicht so viele Paparazzi sind. Ne? Also insofern kann man schon ein bisschen gucken. Blitzlichtalarm hingegen hier. Roter Teppich, 19.30 Uhr. Einlass zum berühmten Dessous Catwalk. PDD hat's besonders eilig. Multimillionär Donald Trump kam zwar mit seiner Freundin Melanie Knaus, traf aber auch auf seine Ex-Frau Ivana Trump und ihren jungen Lover Rosano Rubiconti. Unerkannt bleiben wollte sie hier, die Schwester von Jennifer Lopez, eine Reporterin. Aber auch Topmodel Markus Schenkenberg versteckte seine Freundin vor den Fotografen. Im Hintergrund huscht hier noch Tommy Lee vorbei, der später während der Show Dollarscheine auf den Laufsteg geschmissen haben soll. Und dann war da noch Modelspezialist, weil Ex-Freund von Claudia Schiffer, Magier David Copperfield. Und alle haben sie eins gemeinsam. Sie lieben unsere Heidi. Very beautiful. Sie ist wunderschön. Very beautiful, of course. And she speaks the Deutsch. Sie kann Wörter wie words like Geschwindigkeitsbegrenzung. Heidi ist eine wunderbare Frau. Ich kenne sie sehr gut. Sie ist sehr gesund, trainiert sehr viel. Wir haben denselben Trainer. Sie arbeitet sehr hart an sich. Sie ist toll. Heidi ist großartig. Sie ist eine Freundin. Sie ist unglaublich. Heidi Klum ist fantastisch. Es gibt für sie nur drei Silben. Großartig. Wäre Heidi eine Frau für Sie? Warum nicht? Ich kenne sie sehr gut, wir sind Freunde, sie ist ein tolles Mädchen. Und auf diesen Moment haben sie alle gewartet. Heidi trägt den 11 Millionen Dollar BH, besetzt mit fast 3000 Diamanten. Sicherheitsstufe 1 für das Topmodel. Hier ganz, ganz viele, also diese Special Service Agents oder wie die alle heißen, mit allem Knopf im Ohr. Und die passen auf uns auf und die passen auch darauf auf, ganz besonders eben auf den Schmuck. Weil sehr viel Schmuck heute auf dem Laufsteg getragen wird. Nicht nur der 11 Millionen Dollar BH, also wenn man die Millionen dazu rechnet, die sonst noch an den Ohren, um den Hals und am Finger getragen werden, da ist schon einige Klunkern, die heute den Laufsteg runterlaufen. Die ganze Show kostet 6,5 Millionen Dollar, Schmuck und Dessous nicht eingerechnet. Es sind wohl die Tagesgagen dieser hocherotischen Topbesetzung, die ihren Preis haben.
Kurkova, Kempel, Bündchen. Es ist die Show der Engel, wie man sie in New York nennt. Der heißen Engel, würden wir sagen. Es ist alles sehr knapp, sehr sexy, sehr scharf. Wie viel Haut sieht man heute Abend? Eine Menge. Nach nur 30 Minuten ist alles vorbei. Das für den Zuschauer prickelnde Fest der Sinne geht zu Ende. Nach wochenlanger Disziplin, wochenlangem Hungern, wochenlangem Training heißt es für die Models, the show is over. Naja, nicht ganz. Wir haben zwei Partys heute Abend. Wir haben direkt eine Afterparty und dann haben wir noch eine Top-Secret-After-After-Party danach. Und da dürfen wir sie begleiten, oder? Ja, weiß ich nicht. Tatsächlich nimmt Heidi uns ganz exklusiv mit. 22 Uhr After-Show-Party von Victoria's Secret. Doch statt wilder Exzesse, halbnackter, wild tanzender Models erwartet uns Heidi, zwar super sexy, aber nach all der Unterwäsche doch eher, naja, bekleidet eben, inmitten ihrer Liebsten, zwischen Papa Klum und Mama Klum. Super Party, man kann kein Wort verstehen. Ja, es ist laut, es ist ein Pumps und ein Hätschchen. Also es ist schon schön, dass du da diese Show. Doch was ist das? Orangensaft statt Champagner? So ist Heidi, wissen Victoria's Secret Fashion-Chefin Monika Mitro und Heidis Agentin Desiree Gruber. Und trotzdem keine Party ohne Heidi. Heidi, is the life. Heidi bringt Leben in jede Party. Sie kommt rein und alle sind glücklich. Sie hat immer eine Menge Leute um sich. Nicht um mit ihnen zu trinken, sondern um einfach Spaß zu haben. Obwohl wir heute hart gearbeitet haben, lacht Heidi die ganze Zeit, behält immer ihre gute Laune. Für Heidi ist immer Partytime. Und genauso wenig, wie man Heidi die Anstrengungen des Tages anmerkt, genauso wenig sieht man, dass sie eine künstliche Haarverlängerung trägt. Sie überstrahlt einfach alles mit ihrer Fröhlichkeit und hat New York damit längst für sich erobert. Ich werde immer deutsch bleiben, aber nach 11 Jahren hier, nach 11 Jahren, kenne ich mich schon gut in New York aus und ist schon ziemlich mein Zuhause geworden. Ach ja, da ist ja noch David, der Engtänzer. Das Rätsels Lösung, er darf so nah ran, weil er ist Heidis Personal Fitness Trainer. Hier zum Beweis Bilder vom täglichen Workout. Heute ist er mächtig stolz auf seinen Schützling. Ich saß in der Show stolz wie ein Vater. Ich sah da das Ergebnis meiner harten Arbeit und es war bezaubernd. So schön. Und Heidi ist ihm dafür dankbar. Das sagt doch alles, oder? Schminken, Show und Aftershow. In all dem Trubel und all dem Glamour gibt es einen winzigen Moment. Der ist Heidis ganz persönliches Tageshighlight. Der schönste Moment ist am Ende, wenn ich meine Schuhe ausziehe. Schön zu hören, dass so auch Supermodels denken. Und sie ist unser Supermodel. Denn Heidi Klum darf ihn vorführen, den 11-Millionen-Dollar-BH. Sie darf die größten Federn tragen. Sie ist der Star der Show. Ella Badge, ihr anderen großen Namen in den so kostbaren und so knappen Stöffchen. Nein, nur Spaß. Ohne die wär's ja auch nicht so eine coole, weltweit heiß begehrte Show. Aber mal ehrlich, zwischen all den sexy Topmodels in extrem sexy Dessous ist unsere Heidi doch irgendwie Victoria's Secret, Victoria's Erfolgsgeheimnis. Und das freut uns schon, obwohl wir zur Top-Secret-After-After-Party dann leider nicht mehr mit durften.